Hallo ihr Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack. Zusammen mit dem Bischo, mit dem, der das immer macht. Ja, Leute, was geht denn? Willkommen zu dieser Folge von Craft Attack. Ich weiß nicht, warum ich ja gesagt habe, mit dir aufzunehmen. Ganz kurze Frage. Ja, wo bist du, wo steckst du, hm? Ja. Im Haus. Kannst du deine Begrüßung eigentlich auch also sauber aufnehmen? Wie meinst du denn sauber? Oh mein Gott, das versteht ja keiner, weißt du? Junge, jeder bei Team Spielkind versteht das, weil es ist doch klar. Ja, nur du kannst dich verstehen. Ja. Ja gut, da spreche ich wohl kein... Kann mal deine, was soll deine Begrüßung überhaupt bedeuten? Das steht für Glückseligkeit und Liebe. Ach so, alles klar, okay, okay. So, du hast gesagt, dass dir mein Haus nicht gefällt. Ja, du hast mich gerade sogar bei den Friedensverhandlungen einfach mal töten. Du hast mich sogar getötet. Chill doch mal, jetzt, ich weiß, ich bin die ganze Zeit nett zu dir. Hast eigentlich deinen Psychiaterbesuch mittlerweile mal so ein bisschen irgendwie mal hinter dich gebracht? Den Nein, hast du nicht. Besucht habe ich jetzt nicht. Ja, kommst du mit zu mir besuchen. Ich kann dir eigentlich genauso gut helfen, glaube ich. Also, bei dir ist wenig zu retten, aber ich kann auf jeden Fall mein Bestes versuchen. Kommst du hier mal her? Wir hatten hier scheiße Cobblestone gebaut, ey. Kabelstone. Wer hat hier denn so scheiße gebaut? Was ist hier denn los? Wer baut denn hier die ganze Zeit scheiße, Mann? Irgendjemand baut richtig scheiße auf jeden Fall hier. Scheiße, das geht nicht, Leute. Denn es muss ja alles in Ordnung gebracht werden. Muss ja alles ordentlich aussehen. Läufst du schon? Hä? Wie, laufe ich schon zu dir? Ja! Komm jetzt hier, Moment. Ich bin sofort da. Ich musste kurz stottern. Ich bin sofort da. Ja, man merkt das schon. So, und ich möchte einfach, dass dir hier auch gefällt, was ich hier baue, weißt du? Und hier haben ja einige gesagt, nee, finde ich nicht so gut. Und ich bin ja auch noch nicht zufrieden mit dem, wie das Haus ist. Das ist ja noch ganz in seinem Anfangsstadium. Ja, das wird sich natürlich noch ziemlich stark verändern. Aber da muss ich natürlich trotzdem noch erfahren. Das ist schon Bauhaus-Stil, was du da machst, oder? Bauhaus-Stil, man kann so sagen. Weißt du, ich werde auf jeden Fall den Boden noch verändern. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Quarz also werde ich mir noch holen. Bauhaus-Stil heißt für mich alle Materialien vom Obi. Bauhaus-Stil ist alles von einem Baumarkt. Ja. Blaue Wolle vom Baumarkt, alles vom gleichen Baumarkt. Gibt es auch noch einen schwedischen Stil, ist alles von Ikea, aber ansonsten ist eigentlich alles genau dasselbe. Wir machen das Portal erstmal, das ist jetzt nur so erstmal, das wird später nochmal woanders hinkommen, aber für den Moment, Leute, schön bauen wir ja, das Portal Beton mal so hier so hin. Ein ganz geiler, günstiger Baustoff ist, ne? Ja, man muss so scheiße viel Gravel finden. Oh nein, ich habe mich schon ein bisschen hier verbaut. Also ich habe gerade 4 Stacks gefarmt. 4 Stacks, sehr gut. So, und jetzt mal ganz kurz deine Meinung, Felix, in Utopia. Bist du jetzt zufrieden eigentlich, wie sich das hier mit der Stadt entwickelt so? Weißt du, mal ab und zu denke ich mir mal, wäre ich doch besser am Anfang nicht irgendwie dir gefolgt, sondern hätte, weißt du, dann wäre ich aber bei Zander und so weiter. Das wäre alles Abenteuer. Schön dann, ne? Aber die ganzen Abenteuer, weißt du, der Zusammenhalt, den wir jetzt geformt haben. Ah. Das waren ja auch alles nur Zerreißproben, Boom. Die ich da gestellt habe, ne? Aha, so, ich habe jetzt erstmal hier mein schönes Nether-Portal gemacht, Leute. Jetzt geht's hier rein in den Nether. Das war ein Psycho-Spielchen. Ich glaube, du bist der Psycho. Du hast das Aggressionsproblem. Ja, das machen ja Psychos. Psycho-Spielchen werden von Psychos gespielt. Verstehst du? Deshalb heißen die ja so. Ah, das war ein Psycho-Spiel. Bin auf jeden Fall von Psychos gemacht. Nice, ich bin jetzt einfach bei dem gleichen beim Portal rausgekommen, was es schon gab. Super Sache. Das heißt, ist aber immer so, ist aber immer so. Komme ich wieder woanders raus. Na super toll. Hast du deine Koordinaten von deinem Haus denn? Ja, ungefähr. Könnte ich dir umrechnen, wo du... Aber du hast die X-Koordinate nicht, ne? Also die Nee. Ja gut, dann ist das zu gefährlich, dann stirbst du wahrscheinlich. Gibt's irgendeine Möglichkeit, sich so dann ein... Dann kommst so du am Spawn raus, ne? Ja, na, Spawn doch nicht. Doch, da ist das Netherportal von Spark of Phoenix das einzige. Als ob man da rauskommt. Man kommt doch bei einem in der Nähe raus und nicht bei irgendeinem, nein, was komplett woanders ist. Man muss jetzt halt umrechnen, die Netherportale, kein Witz. Man muss jetzt komplett umrechnen. Hey, was heißt denn umrechnen? Muss ich jetzt im Nether neues bauen? Ja, du müsst jetzt im Nether richtig neues Portal bauen und das muss genau mit den Koordinaten durch 7 geteilt mit deinem Haus übereinstimmen, damit du wie bei bitte? Rauskommst. Ist kein Witz, Felix, ohne Spaß, kein Scheiß. Alter, wie viele sind hier überhaupt? Ich gehe einmal hier gerade mal wieder zurück und guck mal, wo ich rauskomme. Du kommst aus Spawn wieder raus, bei Spark of Phoenix am Haus, am Hochhaus. Nein, niemals! Ich würde dich nicht mehr anlügen, ich würde dich nicht anlügen. Bitte nicht! Bitte lass mich in Utopia irgendwo rauskommen, bitte! Ich bin wirklich am Hochhaus von Spark of Phoenix rausgekommen. Och Gott, kann das denn sein? Och Junge, wieso denn? Och nö. Aber nice Biom hier, kann ich mir ein bisschen Holz farmen. Dann geh irgendwo was klauen, Felix, wenn du schon in einer Stadt bist. Guck mal, die haben uns angegriffen. Ich will dich jetzt nicht dazu. Hä, wer hat uns angegriffen? Ja, Riola hat uns so angegriffen mit mit Early Boy. Ja, so wie ich das mitbekommen habe. Die haben uns angegriffen? Einfach so? Von den Erzählungen der anderen habe ich das so mitbekommen, ja. Okay, ouch. Aua, jetzt wurde ich gerade angegriffen von denen. Mit Lava haben die mich angegriffen, ja. Das ist nicht in Ordnung. Vielleicht sollten wir wirklich überlegen, Felix, ich meine, eine prophylaktische Kriegserklärung zu gestalten. Mhm. Ne? Ich meine, diese andere Stadt... Wir sind mal ehrlich. So, das sind Leute, die kommen immer hier hin und machen Ärger. Es wird Kopfgeld auf unschuldige Stadtbürger wie dich ausgesetzt, Felix, ja? Also ich glaube, wir müssen da einfach mal mit denen reden. Eigentlich müsste man da definitiv mal irgendwas machen, oder? Boah, Alter, was hat der für ein Haus hier denn gemacht? Und hat da nicht mal eine Treppe, sondern nur eine Leiter hier drin. Der Early Boy
Nein, nee, Spark of Phoenix. Das ist so riesig hoch und da ist nichts drin. Was steht da drauf? Lieber Spark, wir haben einen Deal für dich klar gemacht, brauchst du kein Geld zu sagen, wenn die Zähne sind immer. Okay, ach, keine guck, Ahnung. Da gibt es schon wieder Schutzgelderpresse. Schutzgelder, nee, alles nicht in Ordnung. Ah, hier ist ja meine die Ender Chest. So, da können wir uns was mitnehmen auf jeden Fall. Der hat auch keinen Gravel am Start, weißt du? Da kann ich mir wenigstens ein bisschen Gravel snacken. Ja, Felix, was machen wir jetzt mit dir? Wenn ich dann mal. Ah, ich muss ja laufen, ey, bringt ja alles. Oh, Spark of Phoenix joined the game. Spark of Phoenix ist im Spiel gerade. Da ist er da vorne. Junge, was ist das, Spark? Ich muss nach Hause. Wieso komme ich hier raus? Nein! Der fragt mich, ob ich ein Zimmer mieten will. Nein, Spark! Ich zünde Spark an, das ist nicht in Ordnung. Kannst du nicht machen, du kannst dich Spark of Phoenix anzünden. Natürlich kann ich ihn anzünden. Spark of Phoenix hat noch nie jemand etwas getan, Felix. Ich bin aber sauer! Ich muss nach Hause! Wir können alle deinen Unmut verstehen, Felix, aber Spark of Phoenix anzünden, das geht wirklich eine Nummer zu weit. Wie, das geht gar nicht zu weit? Die Hunde scheinen das auch egal zu sein. Hier geht gar nichts zu weit! So, Spark, was machst du jetzt, hä? Ne? Ja, hier, Spark. So. Ja, ich habe jetzt erstmal TNT hingesetzt. Oh nein, Gamer Sam ist auch hier! Jungs, ich muss nach Hause! Ich kann jetzt hier nicht weiter bleiben! Das ist rein notwendig, was ich hier gerade mache. Wo ist dein Zuhause? In Utopia. Ich wüsste, dass keiner, dass du Teil unserer Sippschaft bist. Wieso komme ich durch das Port. Ey! Was machen die? Zander war da! Zander hat mir mein TNT geklaut! Was soll das denn? Ey, jetzt werde ich geschlagen! Was ist das denn? Kann doch nicht sein, dass. Ey! Junge, die wollen mich töten! Die wollen mich töten! Die wollen mich wirklich töten! Das kann doch nicht wahr sein! Kann doch nicht sein, dass überall, wo du bist, dass du direkt das Maul bekommst, Felix. Was hast du denn verbrochen? Tja, ich bin allein und die sind zu viert hier! Was soll das denn? Weil unseres zu nah. Also, Spar kommt direkt mit einer mathematischen Erklärung, warum das so ist. Ich will nach Hause! Ich glaube, weißt du was? Weißt du, was ich tun werde? Was? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist die einzig richtige Entscheidung, die ich gerade machen kann. Okay, das behalte ich. Das ist ganz wichtig, Leute. Es gibt, weißt du, manchmal muss man Dinge im Leben tun, die möchte man eigentlich nicht machen. Aber manchmal führt einfach absolut kein Weg daran vorbei. Und deswegen gehe ich jetzt diesen Schritt, den ich eigentlich nicht gehen möchte. Aber wie gesagt, Leute, manchmal geht das nicht anders. Was hast du vor, Felix? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Frag mich jetzt, ob das sinnvoll ist, was du machst. Nicht, wenn du wieder irgendeine dumme Däne-Entscheidung triffst. Du musst verhandeln. Nein. Ja, ja, doch, doch. Doch, doch. Du darfst nicht mit dem Feind verhandeln, du darfst nicht mit dem. Doch, doch, ich muss verhandeln. Sonne kommt alle her, die sollen her. Hier bei den Kakteen. Weißt du, ich weiß, die können, weißt du, die haben das nicht mit Absicht gemacht, dass ich hier rauskomme, aber man muss als King Jungen denen auch mal ein Statement setzen. Wenn ich nicht nach Hause komme. Das geht natürlich gar nicht, ne? Entweder. Komm TS, sagen die. Oh. Ja, dann geh ich da mal kurz rüber. Welcher denn hier? Zander LP. Bis gleich dann. Bin gleich wieder da. Du, warte, soll ich nicht mit Negotiation? Kannst mitkommen, wenn du willst. So, also! Jetzt wird verhandelt. Das kann nicht sein, dass ich in den Nether gehe. Ich möchte Sachen farmen, was ich dringend brauche. Und mein dann. Mein Klient wurde zu Unrecht in ihre Stadt entführt. Ja, und jetzt bin ich auf einmal hier bei so einem Hochhaus. Der Terrorist, das ist gar nicht eine Utopia hier. Der Terrorist Spark of Phoenix steckt dahinter. Ja. Der entführt alle Leute durch den Nether, ja. Der Teufel. Was soll das, Spark? Was hast du zu deiner Verteidigung Spark zu sagen? Nein, Spark zu tun. Ist gar nicht hier. Ihr wart einfach nur nicht schlau genug, euer Portal richtig zu connecten. Wie? Nein. Wie soll ich denn so irgendwas wissen? Muss man mal Warnschilder hinstellen? Ich komme hier einfach raus und jetzt wisst ihr auf einmal sowas. Es handelt sich hier um eine Entführung. Achso, du bist also aus dem Portal gekommen und auf einmal standest du auf drei Blöcken TNT? Nein, das habe ich danach gemacht, weil ich auf einmal hier im Nichts bin. Es ist Nacht und ich wollte hier nicht raus. Achso, und du fühlst dich mit TNT sicherer, wenn du auf dem TNT stehst. Ja, jetzt kommt, jetzt hier. Ich möchte mit euch verhandeln. Worüber? Wegen was verhandeln? Er ist unsichtbar, guck mal. Ey, gib mir zurück. Zander, gib mir sofort zurück. Das war meins. Wo ist er? Zander, nur wenn du dich sichtbar machst. Okay, ich mach mich sichtbar, aber dann möchte ich mein TNC zurück. Ja, okay. Du hast es versprochen, Zander, du bist ein Ehrenmann. Ich bin ein Ehrenmann. Dankeschön. Aber kein utopischer Ehrenmann, Zander. Nein, nein, das ja anscheinend nicht. Ich möchte zu meiner Verhandlung, muss ich hier draufstehen. Ey! Basti, gib es zurück! Wir machen überhaupt niemanden fertig. Ja, ich werde fertig gemacht. Ich bin selber hier fertig. Weißt du, ich sehe mittlerweile, der einzige Ausweg ist Selbstmord. Wirklich, was soll ich jetzt hier noch machen? Ich bin wirklich in so einer komischen Stadt hier am Start. Jetzt treibt meine Mandantin in den Selbstmord, hört auf damit! Könnt ihr mir irgendwie helfen? Revi ist mein Anwalt für heute, ich habe ihn nicht eingestellt, aber anscheinend ist er das. Ich weiß nicht, wie man dir helfen kann! Was ist das? Zander! Zander hat mich in die Luft gesprengt! Das bedeutet Krieg! Hä? Wie hat er das denn gemacht? Das bedeutet Krieg! Ich bin so gestorben. Er ist zweimal gestorben. Ich bin doppelt gestorben. Das habt ihr doch nur geholfen.
Jeder ist der Messias. Das ist doppelter Krieg, Leute. Das ist doppelter Krieg. Ich bin wieder zu Hause, das ist alles, was ich wollte. Ich bin gestorben mit meinem Lieblingsblock zusammen. Ja, vereint mit TNT. Ist alles super. Ich habe meine Sachen gesaved in der Ender Chest, aber es bedeutet Krieg. Das bedeutet ganz trotzdem Utopia Krieg. Wir sind gegen dich, Zander. Wir sind geisteskrank. Wir haben alle OP-Equipment. wir haben alle schon 600 Spielstunden auf dem Server. Zander, wir sterben. Wir brennen dein Haus nieder, Zander, und töten deine Eltern. Also es muss auf jeden Fall irgendwas Gutes jetzt geben von euch, dass ich irgendwie den Krieg hier nochmal irgendwie abwenden kann. Guck, aber das macht mich ziemlich sauer, muss ich sagen. Ich wollte Beton farmen. Ich wollte Gravel farmen. Kekse wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Und dann komme ich, ich kann jetzt nicht in Nether farmen. Ich habe mir ein schönes Nether-Portal gemacht, aber wenn ich da reingehe, dann komme ich ja wieder bei euch raus. Ja, dann nimmst du Nether-Calculator und baust im Nether ein Portal nochmal anstelle. Habe ich ihm auch versucht zu erklären, aber mit dem Rechnen da... Das müsst ihr für mich machen, Jungs. Das geht nicht anders. Also, ja, vielleicht sollst du dir dann statt einen Anwalt, sollst du dir vielleicht einen Mathelehrer dazu nehmen. Felix, ich bin der Meinung, wir sollten den utopischen Rat davon unterrichten, was gerade geschehen ist. Ja, ich will auch, dass ich einfach getötet wurde. Ciao. Okay, wir müssen... Was passiert? Okay. Ich wurde getötet von Zander. Okay. Spark war dabei, Gamers Time war dabei. Höhle zu. Nein, wir haben eine Mission, Simon, Leute. Das Ding, der Junge ist verflucht. Wir gehen Strafe erteilen. Ach nee. Und danach gehen wir anders Biom. Strafe muss sein. Ich kann nicht zulassen, dass meine utopischen Mitglieder getötet werden. Mhm. Warum wollte er denn getötet? Was ist denn passiert? Ohne Grund, einfach so. Ey, fahr nicht jetzt nochmal eine halbe Stunde zurück. Gehen wir oder nicht? Rechnen oder nicht rechnen? Kann man damit rechnen oder nicht rechnen? Weiß nicht, kann nicht rechnen. Nein, rechnen. Leute, wir gehen Rache machen. Okay, let's go. Simon, Alter. Leute, wir rechnen uns. Ey, ich hab so eine OP-Rüstung, das glaubst du gar nicht. Ich hab so eine richtige Allmann-Rüstung, so richtig harte Arbeit. Ich möchte ja wissen, was genau vorgefallen ist. Ich will auch wissen, die Hintergrundgeschichte. Das ist sehr kompliziert gewesen. Ich wurde in die Luft gesprengt, zweimal. Doppelter Mord ist das. Okay, wir gönnen uns. Ich werde die einfach komplett one-hit ein Bett abbauen, drunter Lava setzen, wenn die mal wieder Crafting spielen können. Voll übertrieben. Aber da geht's auf jeden Fall Rache. So, Gott, ey. Ja, was ist Mo? Ach nix, alles gut. Okay. Gehen wir jetzt wirklich dahin? Ja, wir gehen dahin. So, jetzt haben wir mal das Wichtigste mal gerade hier rausgenommen. Bei Revi. Das Gute war, dass hier in Revis Kiste, dass da mein Name draufsteht. Dementsprechend konnte ich mir alles noch hier rausgehen. Nein, Leute, natürlich nicht. Geht hier wieder zurück. Das sind natürlich Revis Sachen gewesen. Aber ja, ich wurde jetzt einfach getötet hier gerade von Zander. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Und ich weiß, es ist ein Minecraft-Feature, dass man da rauskommt. Aber man könnte es Spark unterstellen, dass er extra als allererstes das gebaut hat, ohne irgendeine Absprache zu machen. Damit alle bei ihm landen werden. Und alle bei seinem Wolkenkratzer das bestaunen können. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Vor allem natürlich aber auch nicht, dass ich danach gestorben bin. Also wenigstens mal angebracht, mir zu helfen, wie ich wieder nach Hause komme. Muss man jetzt mal gucken, was die anderen draus machen, Leute. Ich will jetzt eigentlich keinen Rachefeldzug da üben wollen. Mir geht es einfach nur darum, dass mir irgendwie mal geholfen wird, dass ich mein Netherportal benutzen kann, dass ich mal ein bisschen farmen kann, weil ich brauche ganz dringend Quarz, damit ich mein Haus irgendwie ein bisschen schöner bauen kann, weil so mit dem Holz ist echt, das stört mich einfach total mit dem Holz. Das passt einfach null hier rein, das Holz. Und ein bisschen Gravel bekomme ich auch noch im Nether ganz gut. Dann kann ich auch noch weitermachen mit dem Beton und da irgendwie wirklich mal mein Haus möglichst schnell fertig machen. Und eigentlich hatte ich auch gar nicht heute in den Sinn, das zu machen in der Folge, aber Revi kam halt, sondern eigentlich wollte ich hier eine Wasserrutsche runter machen. Also von da unten, und die werde ich auf jeden Fall auch demnächst machen. Ich weiß nicht, ob ich es alleine mache oder soll ich mit jemandem das zusammen machen? Wisst ihr jemanden, der vielleicht mir gut helfen könnte bei einer Wasserrutsche? Ropel zum Beispiel oder jemand anderes? Schreibt mal in die Kommentare rein, Leute. Dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal jemanden suchen, der mir dabei helfen kann. Ansonsten setze ich hier gerade mal wieder hier die Rüstung und so weiter, was ich noch habe, auf. Pack die wichtigsten Rohstoffe weg. Jetzt haben wir ja die Dias zum Beispiel. Habe ich mal ein bisschen was aus der Kiste geholt. Habe ich mal ein bisschen was aus der Ender Chest geholt, damit ich hier auch mal ordentlich was reintun kann. Und damit ich hier auch Zugriff habe auf so wichtige Sachen. So, und ich nehme auch noch mal ein bisschen Erde, Cobblestone nehme ich vor allem mit. Stone nicht, Leute, den brauche ich. Aber Cobblestone nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen was mit. Und jetzt gehen wir nochmal in den Nether. Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal in den Nether rein. Auch wenn ich jetzt keine... da soll ich erst genug Obsidian haben. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, Leute. Ich werde jetzt einfach hier in den Nether reingehen. Mit den Sachen, die ich hier habe. Eine schöne Diamond Pickaxe, die sollte ja für einiges ausreichen. Wir haben auch ein bisschen Essen am Start. Und jetzt werde ich hier aushalten müssen. Ich weiß, wenn ich jetzt hier durch zurückgehe, dann bin ich wieder bei Spark. Außer ich farme so lange, dass ich in der Zwischenzeit irgendjemand ein neues Portal baut. Ansonsten muss ich den langen Rückweg dann von Spark aus zu Fuß antreten. Aber ich werde jetzt einfach die Zeit ein bisschen offscreen nutzen. Ich werde mir hier eine schöne Minimap installieren, damit ich immer weiß, wo ich hier hin muss.
wieder zurück. Und dann werde ich einfach farm, 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 weil anders kommt man hier in Craft Tech nicht voran, Leute. Ich muss einfach mal ein bisschen Zeit investieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich hier rumlaufe und die ganze Zeit immer nur ein bisschen Quarz und so weiter abfarme, weil das wird wahrscheinlich echt hier irgendwie nur so ein bisschen... Alter Schwede, wie lang ist dieser Gang denn? Der hört nicht auf. Ohne Spaß, komm, ich bin jetzt... Ich weiß schon nicht mehr, in welche Richtung ist. Alter Schwede, wohin geht das bitte hier? Alter, als ob das hier einfach aufhört. Und ich habe keine Fackeln dabei. Wow. Ah, hier geht's weiter. Oh, hier ist Lava. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich höre aber schon Gas irgendwo am Start. Leute, ich muss dringend, nämlich muss ich Quarz haben. Ich mache das Ganze aber einfach mal offscreen. Das heißt, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich habe es dann wieder nach Hause geschafft und habe ordentlich Quarz eingefahren. Mein Inventar ist schön leer, da kommt einiges an Quarz rein. Aber ja, für heute war es das. Ich muss jetzt einfach mal einen sauren Apfel beißen und ein bisschen was farmen. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Sorry, dass Revi dabei war. Sorry, dass alles ein bisschen anders war als geplant, aber so ist das eben manchmal. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen bei der nächsten Folge oder in dem Livestream von Craftec wieder. Mal schauen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, mit wem ich zusammen die Wasserrutsche bauen soll. Mit Ruppel zusammen oder mit jemand ganz anderem zusammen. Schreibt es einfach unten rein. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.